Jo. Okay, der Gildenname gefällt mir gar nicht, von dem dort drüben. Killing and. Ne, was Ah, steht der da? angelt mit. Ach, Killing on Sight. Ja. Glaube, wir sind genug Leute, um den umzunuken. Machen wir das auch? Also Pekan? Ja, wobei, Pekan ist ja Darf nicht ich? unsere Sache. Darf Nein, ich? du nicht. Ich bin noch Mal sehen, wer meine den Angel ersten Fisch vergessen. bekommt. Ich bin meine Angel vergessen. Dann stelle ich an Steuer und warte. Benutzung fehlgeschlagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oha, der Stör hat über Level 50. Ja, aber du geht relativ schnell. Schau mal, wie viel Ex. Nicht XP, sondern HP Cool, der mein hat. Fisch ist einfach abgehauen. 18.689. Das ist in Ordnung. Was passiert, wenn ich jetzt den Kahn senke? Geht der Kahn nach hinten runter. Das Schiff braucht ja nur 5 Biotreibstoff. Jo. Kann man gar Das nicht. ist toll. Fisch visiert mich an, haut ab und ist 5 Sekunden später ohne Kampf verschwunden. Lol. Im gehört der Stör, der hier rumschwimmt und springt. Könnte meiner sein, aber. Klick einfach mal durch. Darf ich Ich einen konnte angreifen? nichts machen. Der hat keine Angriffssymbole bekommen und nichts. Ich konnte auch Ich die hab. Fähigkeiten nicht aktivieren und dergleichen. Hey. Ich fahr kurz mit dem Clipper nach Mahadevi. Hauen ihm lieber an eine andere Seite vom Schiff. Werden die Fische, kommen die Fische so raus, wie wir sie jetzt gerade sehen, oder zieht man die nicht mit der Angel raus? Nee, die müssen wir im Minigame raus kaputt machen. Oh. Es wird nicht umsonst Sportangel genannt. Du hast ja dort Ja. die ganze Fähigkeitenliste und so weiter. Um, Deswegen wenn. vorher nichts in, nicht in, nichts in Target nehmen. Aber mir kann auch langsam mal einer anbeißen. Ich hoffe mal, bei mir beißt schnell wieder einer an, sonst lohnt sich das überhaupt nicht für mich. Okay, da muss ich jetzt noch mal auswerfen. Ach ja, jedes Mal auswerfen kostet nur 100 Arbeit. Ja, dafür kriegst du auch 5000 Erfahrungspunkte als kleiner Ja. Ausgleich. Eher nicht. Okay, das heißt, den man dann im Target hat, wenn man nicht, wenn man vorhanden nichts anvisiert hat, das ist dann dein Stör Das ist dann sozusagen. deiner. Genau. Und der zeigt dir dann auch immer mit seinen Buffs an, was du drücken musst. Vielleicht sollte ihm das jemand mal erklären. Ja gut, ich habe die Dings da, die Buttons hier schon durchgelesen, aber ich wusste nicht, ich hatte halt jetzt irgendwann mal was ins Target genommen. Ich wusste nicht, dass ich besser nichts im Target habe. Das ist eigentlich das Einzige, was man wissen muss. Am besten finde ich es, wenn man. Okay, da ist so. Du, meiner. Aha, okay. Kräfte messen, nach Oder auch links nicht. bewegen. Und jetzt Spannung nach unten bewegen. Nach oben. Muss man eigentlich immer das Entgegengesetzte Du oder musst immer das das machen, was Gleiche? angezeigt wird. Okay. Okay, jetzt tut mir gerade gar nichts, ist wieder nach rechts. Und wenn mir gar nichts angezeigt wird, dann hole ich es ein, oder was? Nein, dann gar nichts machen. Dann einfach gar nichts machen. Der zeigt dir immer per Buff an, was du machen musst. Du hast dann der innerhalb der nach 30 Sekunden nichts tun, verschwindet der Fisch. Wenn du innerhalb dieser 30 Sekunden immer was Falsches aktivierst,
Hast du einen roten Punkt, der nach oben geht? Bei 20 oder 30 ist der Fisch weg. Mhm, okay. Mit Fischen kann man sich am schnellsten die Arbeitspunkte für verschwenden. Ja, dafür kannst du auch, wenn du die richtigen Fische hast, am meisten Geld verdienen. Reinschmeißen, reinschmeißen, reinschmeißen. Wenn man leveln will und es muss schnell gehen, einfach einen Angel kaufen, ein bisschen Köder und dann einfach hingehen und einfach reinschmeißen, abbrechen, reinschmeißen, abbrechen. Ja gut, das ist die gleiche Erfahrung, wenn du irgendwas herstellst. Das ja, aber ist das ja geht nicht so schnell. Doch, na gut, nicht ganz so schnell. Problem beim Fischen ist, du musst aber du kriegst dafür dann nichts. Nein. Oh. Schon wieder, ne? Ich möchte endlich mal einen Biss haben. Ich auch, ich will wenigstens einen Fisch haben. Und ganz ehrlich, den Preis für Arbeitslohn kann man sich ja nicht mehr holen. Selbst wenn du. Da darfst du wirklich nur noch Marlin angeln, damit sich das lohnt. Na nee, mit den 1000 Punkten bekommst du auch locker das Geld wieder rein. Ja, wenn das 30 Gold kostet, bei Stören oder Dings, wird schon knapp. Ja gut, dann musst du bei jedem Mal Sportangeln den Fisch haben. Das stimmt schon. Also am besten bist du mit Fächerfischen und Marlins. Den Rest kannst du eigentlich dann liegen lassen. Fächerfische werden, wenn du wirklich jedes Mal kriegst, werden mindestens 60 Gold und Marlins mindestens 90. Ist ja schon wieder gleich durch und nichts. Fisch? Irgendjemand hat einen. Ja, ich. Na, kratz. Gott sei Dank. Mensch, ich bin glücklich, dass ich auch endlich mal meinen Fisch bekomme. Komm euch jetzt. Das heißt aber, den großen Fang einholen und hole die Angelschnur ein, wenn der Fisch springt, dann musst du wirklich aufpassen, wenn er in dem Moment wirklich springt. Jo. Weil das ist das Effektivste, um den runterzuholen. Wenn er abtaucht, nimmst du das normale, das kleine. Das heißt, das kleine, du meinst... mit der Kurbel einholen. Einholen, okay. Das heißt, wenn der Buff anzeigt nach unten, dann machst du einholen. Sag, was sollte das? Eigentlich sollte er genau daneben gehen. Wen sein Stör ist eigentlich genau hier hinten auf Eike? Meiner. Achso. Jetzt wird wieder interessant. Na, komm schon. Hä?
ob ich ihn diesmal rausziehe. Komm. Das ist ja eine richtige. Ich kann mir vorstellen, dass Angeln nicht für jedermann ist. Ziel blickt in nee, das stimmt. Also, es dauert ja echt. Ja. Da frage ich mich, wer da heutzutage alles bereit dazu ist. Also, es macht irgendwie Spaß. Was ist denn das? Ich hab den, der Fisch kommt an, nimmt mich ins Target, das Kampfsymbol kommt nicht immer und der schwimmt einfach weg. Ah, jetzt. Nee, das ist Renu seiner. Ne, meiner, aber er hat Renu ein Target gehabt. Ziel blickt in die Partie. Ich hab gerade aus irgendeinem Grund auch Schaden bekommen. Siehst du, der Fisch möchte lieber von mir geangelt werden. Und wann habe ich denn letzten Endes im Inventar, wenn sein Lebensbalken leer ist, oder was? Weil der verändert sich ja auch. Wenn der Fisch tot ist, bleibt er liegen. Wenn er kurz bevor er stirbt, kann sein, dass er einen Einholen-Buff bekommt. Dann kriegt er 10.000 Schaden. Wenn den dann machst, ist auch meistens so, wenn der nur noch 400, 500 Schaden hat, Lebenspunkt hat, dann kommt er direkt vor dir ans Schiff. Ansonsten musst du rausschwimmen und den holen. Okay. Okay, was auch immer das für ein Bug grad war, es kotzt mich an. Glaube ich dir. Deswegen habe ich meinen Fisch auch mit einer 1 markiert. Nee, das ging ja noch nicht immer, der hat noch nicht immer kämpfen wollen. Nach einem Skill ist er weggeschwommen außer Range. Okay. Dauert immer so lange. Das war jetzt genau das gleiche beim ersten. Also, meiner ist jetzt 4 Gold, 24. Meiner, der tut sich immer noch schwer. Ziel blickt in die falsche krass, Richtung. Krass, krass. Ja, das dauert eine Weile, so einen Fisch umzuhauen. Ja. Ja, der Vorteil ist. Je höher deine Angelfähigkeit ist, je mehr Schaden machst du auch mit der Angel. Mhm. Wenn du dann noch die nächste Angel hast, bei 10.000 machst du nochmal mehr Schaden. Dann kannst du dich auch vielleicht schon dran an die großen wagen. Also das heißt, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt vielleicht eher das normale Angeln irgendwie so am Ufer, um erstmal zu ein bisschen zu skillen und dann mal. Nee. Nein? Du kriegst ja pro Angeln 100 Punkte. Mhm. Ja. Und hast eine Chance, den Fisch zu kriegen. Was dann wieder Gold ist. Okay. Der Gegenwert, den du bei den normalen Angeln kriegst, ist ja quasi schön, dass du gemacht hast, aber bringt dir nichts. Ja gut, klar, viel wert sind die nicht. In Asien kannst du übrigens aus den Fischen, die du so fängst, die Köder machen, die wir hier kaufen müssen. Mhm. Das haben sie ja bei uns rausgenommen. Und wie so vieles.
Ja, ich habe die Artikel gelesen, wo sich auch scheinbar die Leute, die eben sich Gründer-Account gekauft haben, die Köpfe bei denen eingerannt haben.